Ich bin in Gladbeck und schaue mir zur Einstimmung auf die Frage ein paar Internetvideos an. Krass, nee. Nee, das geht nicht. Ich treffe jetzt gleich Michael Wlotzka, der hat in den sozialen Medien Millionen Follower und er macht wirklich krasse Videos. Michael. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Und dann wollen wir mal gucken, wofür die Fans so abfeiern. Komm rein. Schauen ihm fast 5 Millionen Menschen dabei zu, wie er versucht, einen Dartpfeil in die Ladebuchse eines Handys zu werfen. Und zwar aus 5 Meter Entfernung. Einen Versuch habe ich, okay? Und. Oha. Und jetzt kommt ihr. Oder, und das wäre Antwortmöglichkeit B, beschäftigt sich Michael mit ganz bekannten Zungenbrechern, die er vorwärts kann, aber eben auch rückwärts. Die kennst du alle. Ich habe natürlich meinen eigenen mitgebracht. Bitte erst vorwärts. Wenn du darauf kommst, dann kommt da keiner mehr und sagt, da kommst du nie drauf. Und jetzt rückwärts. Fort, ein, ut, smog, ad. Oder schauen ihm, und das wäre Antwortmöglichkeit C, seine Fans dabei zu, wie er stundenlang versucht, den beiden Meerschweinchen beizubringen, Fernbedienungen zu bedienen. Okay, und jetzt sollt ihr rausfinden, warum einige von Michaels Filmen bis zu 100 Millionen Views haben. Und ich meine, 100 Millionen Views ist... 100 Millionen ist mal eine Währung. Ja, nicht alle, aber einige. Also der Mann heißt Michael Wlotzka, den gibt es wirklich, ich war ja wirklich da. Entweder wirft er also mit dem Dartpfeil in die Ladebuchse eines Smartphones, aber auf Distanz. Also nicht reinlegen, sondern reinwerfen, Ellipelli-mäßig. Oder Zungenbrecher vorwärts, rückwärts oder die Meerschweinchen schalten um. Der Mann hat auf jeden Fall sehr viel Zeit. Ja. Das kann man, glaube ich, mal sagen. Man kann sagen, die Idee ist in Corona geboren. Ja, das glaube ich auch. Wie so einiges. Ich wollte noch sagen, wir haben in dem Video gesehen, wie du am Anfang gesagt hast, nee, das glaube ich nicht. Ich als Schauspieler wollte nur sagen, das war fantastisch gespielt. Wow. Großartig. Ich bin in meinem Leben noch nicht so belogen worden. Ja. Das hat er auch gespielt. Also, zu den vielen Sachen, die ich nicht gehört, gehört Schauspiel. Richtig, das, absolut. Wir haben es alle gesehen. Ich habe eine Tendenz bei so viel Social Media und TikTok-Trends, kann ich mir ganz gut vorstellen, weil so TikTok vor allem, das verleitet einen dazu, so lange und viele Stunden am Handy zu verbringen und so ja fast zu verblöden, weil man einfach nur so viel am Handy hängt. Und ich könnte mir total vorstellen, dass Leute ihm lange, lange zugucken, wie er irgendwie einen Dartpfeil in so ein Smartphone oder irgendwie so was versucht, was quasi unmöglich ist, versucht hinzukriegen. Ich wollte gerade sagen, ist das überhaupt möglich? Das wär, ja, aber du hast es auch geschafft. Also. Nee, meine ist so ein Stück daneben auf dem Tisch. Das ist immerhin. Das sah gut aus. Und das war mein bester Wurf, den wir da genommen haben. Also ich glaube, auch Millionen Menschen gucken das. Wollen die sehen, wie jemand Zungenbrecher fehlerfrei aufsagt über längere Zeit? Aber guter Herr, Leitung, ja, das stimmt. Also, und Meerschweinchen, das ist vielleicht beruhigend oder so. Aber wahnsinnig nervig, wenn die es irgendwann drauf haben, die Meerschweinchen. Das stimmt. Immer umschalten, ne? Vor der Stress dann wieder. Ich will Tiere suchen, ein Zuhause weitergucken und du willst. Nee, es wird schon was sein, wo der Zuschauer quasi zu Hause richtig mitfiebert das, oder so. Das Spektakulärste ist auf jeden Fall wäre die Sportart Darts erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit. Ja. Dem Mann ist wahrscheinlich, dem Michael Wlotzka ist es so einfach, so ein Bullseye zu werfen. Ja. Warum nehmt ihr nicht die süßen Meerschweinchen? Weil wir die 1.000 Euro haben wollen. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, dass so irgendwas mit Meerschweinchen und Fernbedienung, dann ist auch soweit, oder? Also Ilka reiht uns ab von C, das ist schon gut. Nee. Till hat euch ja eigentlich einen versteckten Hinweis gegeben. Er hat mit jugendlicher Weisheit hat er gesagt, wenn man nicht so richtig weiß, dann vielleicht das, was einem am sympathischsten ist, oder? Ja. Also, das ist A, das hat hier schon mal nicht geklappt. Ja. Also bei allem Respekt, wenn hier jemand von jugendlicher Weisheit sprechen kann, dann ist es der Jüngste in der Runde. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Till, aber... Wie alt bist du denn? Sag doch nochmal, dass du Schauspieler bist. Ja, jetzt kommt Schärfe rein. Sag doch nochmal, dass du Schauspieler bist. Was sagst du denn, Till? Was muss ich jetzt? Ich weiß gar nicht, was... Bettelt ihr euch jetzt echt wegen, wer jünger ist? Gut für dich. Du bist 32. Bin ich 41. Ich bin 30. Wow. Ja. Okay, dann. Wow, Edin. Edin ist der Jüngste. Ich bin dran. Entschuldigung. Applaus für den 30-Jährigen. Also, wir nehmen A. Aus welchen Gründen auch immer, es ist A. Ja? Und jetzt schon so drauf mit 30. Alter. Aber der macht noch was anderes, als die Dartpfeile in Smartphone werfen, oder? Weil das ist ja dann irgendwann geklärt, oder? Ich glaube, wir schauen uns die Auflösung an, weil dann haben wir gleich Klärung, ob ihr richtig liegt, ob die Kohle weg ist. Oder. Ilka wünscht sich Meerschweinchen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir sie da enttäuschen müssen. Nicht auf die Meerschweinchen. Nicht die Dartpfeile auf die Meerschweinchen. Nein. Ja, kann ja auch sein.
Oh, daneben. Ah, Entschuldigung. Ich hab das verwechselt. Okay, gut, deshalb sind es nur noch zwei Meerschweinchen. Ja. Das war viel mehr am Anfang. Okay, hier kommt die richtige Lösung. Wir haben es uns gemütlich gemacht und das waren ja die drei Möglichkeiten hier, also der Dartpfeil, die Zungenbrecher rückwärts und die Fernbedienung. Was darf ich dir anbieten? Den Dartpfeil. Den Dartpfeil. Richtig ist also? Antwort A. Mit dem Dartpfeil die Ladebuchse treffen, einer von vielen Tricks. Michael stellt auch mit anderen Alltagsgegenständen kuriose Dinge an. Für ihn ist es ein Wettbewerb, eine Durchhalte-Challenge. Nee. Wann hast du angefangen? Ich habe angefangen vor 3 Jahren, als Corona über uns kam. Kam aus dem Urlaub, war in selbst auferlegter Quarantäne und man hatte relativ viel Zeit. Immer geht es darum, einen so gut wie unmöglichen Trick hinzubekommen, einen Trickshot. Du hast halt so viele Versuche, dass es halt immer so ein Wahrscheinlichkeitsding ist. So eine Mischung aus Können und Glück, würde ich sagen, ja. Davon stellt er Videos ins Netz. Ich möchte eigentlich den Prozess zeigen, ja, und nicht so tun, als wenn ich das irgendwie beim ersten Mal schaffe. Mittlerweile hat Michael über 5 Millionen Follower. Wenn man jetzt auf diese Ladebuchse von dem Handy zielt, ja, und dann ist der schon drin und springt wieder raus. Worst case. Dann brichst du ab. Dann brichst du ab. Dann machst du eine Woche Pause. Ja, dann kannst du mich erstmal wegtun. Irgendwann macht er dann aber wieder weiter. So lange, bis es klappt. Seine Fans in den sozialen Netzwerken feiern ihn für bisher 600 Trickshots. Ein verrückter Zeitvertreib. Hey, come on! Yes! Wirklich, war wahr. Ja. Sommer! 1000. Sehr gut. Bam, 1000 Euro für Katrin, Elin und Tommy. Großartig. Ja, keine schauspielerische Leistung, aber es war ein sehr entspannter Dreh. Wahnsinn. Er hat die ganze Zeit im Sessel gesessen. Glaube ich. Und er hat immer zing, zing. Und tatsächlich mit der Karte, das war der dritte oder vierte Wurf, die Karte in die Wäsche. Ernsthaft? Ja, ja, keinen Spruch. Aber er könnte doch auch wirklich mit dem Pfeil die Fernbedienung treffen, so gut wie er ist, oder nicht? Ja. Ja, ist, also er macht ja ganz viele so eine Geschichten, um das auch zu beantworten. Das macht doch einsam. Und, nein. Das mit der Karte einsam. Den Hamster treffen, der Hamster geht zur Fernbedienung. So. Wenn so. Er dann den Fernseher anmacht, und da kommt der Spruch drauf, Leute. Ey, ja. Dann hast so wird ein Programm raus. Dann, sehr gut. Dann. Next Level. Next Level.